So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch. Tag 116, Teil 116. 116 Tage. 116 Tage einer Krisensituation, die noch nicht zu Ende ist, die uns noch lange beschäftigen wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und in der wir, glaube ich, nur langsam erst verstehen, was da eigentlich wirklich gerade passiert. Ich glaube, die meisten von uns, vielleicht mich eingeschlossen, erahnen vielleicht so langsam, was das bedeutet. Ja, wenn wir das Medizinische irgendwann vielleicht wirklich unter Kontrolle haben, das sieht ja momentan sehr gut aus, so sich alle auch vernünftig daran halten und nicht wieder sofort versucht wird, alles zu öffnen. Die Leute fangen jetzt ja schon an zu heulen, nur weil sie in irgendeiner Form eine Maske tragen sollen oder Abstand halten sollen. Aber gut, aber das Wirtschaftliche, das Soziale, das Kulturelle, unser Denken und Handeln, unser Arbeiten, all das, was wir sind, das wird eine große Frage sein, wie das verändert wird durch diese Krise. Ich merke bei mir jetzt so nach diesen 116 Tagen, jetzt spüre ich langsam wirklich diese Veränderung. Ich merke, dass sich das doch viel stärker auf mich auswirkt, als ich gedacht habe. War es am Anfang noch eine Herausforderung, der man begegnet ist und der man Wege gefunden hat, merke ich jetzt immer mehr, wie es wirklich in klein mein Denken und Handeln verändert. Ich bin jetzt nicht irgendwie anders, ich habe jetzt nicht die Haare grün angemalt oder irgendwas anderes oder wilde Sachen gemacht, nein. Aber ich nehme es schon wahr. Ich merke auch heute in den letzten Tagen zum ersten Mal, wie anstrengend diese Krise ist. Wie anstrengend sie ist, wie viel Kraft sie kostet, wie viel extreme Kraft sie kostet. Und ja, und ich möchte auch heute kein Video machen, das in irgendeiner Form jetzt irgendwie was ich fancy wirkt oder irgend sowas. Ich möchte heute eigentlich über ein Thema reden, das mich, glaube ich, noch gar nicht so betrifft, was mir aber schon die letzten Tagen und Stunden durch den Kopf gegangen ist. Und ich glaube, dass man darüber auch nochmal nachdenken sollte. Und es hat durchaus auch einen Bezug zu sowas wie Transformationsprozessen oder ähnlichem. Also es ist nicht so, dass ich jetzt völlig aus der Luft gegriffen ist. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht um das Thema Einsamkeit und Alleinsein. Ich glaube, dass da draußen ganz viele Menschen sind, mehr vielleicht noch als zuvor, die sehr allein gerade sind, die sehr einsam sind. Diese Corona-Situation hat dafür gesorgt, dass wir auch die Art und Weise, wie wir soziale Kontakte pflegen, dass die verändert wurde. Wir wollen doch nicht allen Ernstes glauben, dass die Tatsache, dass wir über Wochen hinweg eigentlich überhaupt keine sozialen Kontakte haben durften, unsere Lieben nicht sehen durften, dass er nicht irgendetwas hinterlassen hat bei uns. Ich will gar nicht darüber nachdenken, über die Menschen, die in Situationen waren, wo es wirklich ganz schlimm gewesen sein muss. Menschen, die in Altenheimen sind vielleicht Menschen, die vielleicht ihre letzten Lebenstage erlebt haben und die es alleine machen mussten. Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, das vergessen wir gerade. Ich nehme das nicht wahr. Also natürlich gibt es in den Medien, wenn man so, man kann die Zeit aufschlagen oder ich glaube auch bei Süddeutschen auch oder so, habe ich was gelesen. Ja, es gab auch einen anderen Blogbeitrag, ja. Aber das Problem ist, glaube ich, wir können bei diesen Menschen ja wenig tun, oder? Wir können da keine Gelder hinstecken. Also nicht direkt, ja. Also im ersten Schritt würde man sagen, ja, bei Wirtschaft geben wir Geld. Kultur geben wir Geld, Bildung geben wir Geld. Also wir können irgendwie irgendwas tun. Ja? Wir haben das Gefühl, irgendwas zu tun. Wir sind dieser Krise nicht vollends ausgeliefert. Wir können etwas tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir geht es so, am meisten Angst vor den Situationen, in denen ich nichts tun kann, in denen ich ausgeliefert bin, in denen ich meine eigene Ohnmacht spüre. Ja? Das ist für mich schwer. Aber was machen wir mit den Menschen, die einsam und allein sind? Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, hat uns das wirklich interessiert? Schon vor der Corona-Krise? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wart ihr mal im Altenheim drin? Es mag ein paar nette geben, aber ganz ehrlich. Also ich kenne Menschen, die in Altenheimen arbeiten. Ich habe sie auch in diesen Altenheimen besucht. Und ich gebe ganz ehrlich zu, wow. Ich kann jeden verstehen, der davor Angst hat. Woher kommt das eigentlich? Woher kommt das eigentlich, dass wir so etwas, so eine fürchterliche Situation für Menschen zulassen, wie Einsamkeit. Wir reden ja nicht nur von den alten Menschen, wir reden von Menschen, die sich auch alleingelassen fühlen, ja, in dieser Situation. Alleinerziehende Eltern zum Beispiel, ja, die vielleicht nicht das Glück hatten, dass sie irgendwo einen Job haben, wo das alles irgendwie regelbar ist. Kinder, die ihre Freunde nicht sehen, die nicht ihre Kinder sehen konnten für einen langen Zeitraum.
Ganz zu schweigen von den Kindern, die in Elternhäusern leben, in denen es nicht um liebevolles Miteinander, sondern um Gewalt und viele andere noch schlimmere Dinge geht. Es ist so ein bisschen das Thema, oder? Wie lassen wir das zu? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Moment ist einfach, wir haben keine Verwertbarkeit für diese Menschen. Das hört sich jetzt sehr brutal an. Und ich sage nicht, also versteht mich da nicht falsch. Ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Aber ich habe lange Zeit nach einem Wort gesucht, das es in irgendeiner Form darstellt oder beschreibt. Ja? Das wirklich beschreibt, um was es da eigentlich geht. Ja? Und ich glaube, das Wort für mich ist Verwertbarkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du als Mensch trotz alledem, trotz Sozialsystemen, ja, und allem, das will ich gar nicht in Abrede stellen, in vielen tollen sozialen Handlungen, sind wir eine Gesellschaft, die letztendlich gesehen dem Menschen einen Wert beimisst, der sich immer mehr, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich sage, es ist meine Wahrnehmung, der sich immer mehr an der Verwertbarkeit misst oder messen lässt. Ja. Und das ist was, was dann ein Problem ist, weil alle die Menschen, die nicht sofort in irgendeiner Form etwas produzieren und ja, können, die haben dann auch keine Relevanz. Für die tun wir wenig. Es wäre jetzt die Zeit. Wir könnten eine Analyse machen. Wir könnten uns hinsetzen und sagen, wir schauen uns an, wo zum Beispiel das Thema Einsamkeit über eine Gesellschaft ist. Es ist ja nicht so, dass es da keine Studien zu gäbe, dass wir das nicht wüssten. Was machen wir mit den Obdachlosen? Nein, wir lassen es sogar zu. Wir lassen ja zu, dass es Tausende von Obdachlosen gibt. Und wir reden uns dann immer ein, dass sie das doch selber wollen. Ja, fällt mir immer wieder auf, wenn man mit Menschen darüber redet, Obdachlose. Dann kommt immer der Satz ganz schnell, ja, aber ein paar von denen wollen das ja selber. Es mag Menschen geben. Ich glaube, das sind die allerwenigsten. Ja? Und manchmal sind wir auch in der Situation, dass wir da sehr mies sind, weil wir dabei vergessen, dass einige von diesen Menschen nicht obdachlos sein wollen, aber vielleicht keinen Weg mehr zurückfinden. Das ist uns natürlich in dem Moment egal. Hauptsache das Argument, naja, die. Das impliziert ja, dass wenn die nur wollten, genauso wie der Satz, in Deutschland muss keiner arm sein, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben, in Deutschland muss niemand hungern. Schauen wir uns das mal genau an. Das ist was mir wirklich auffällt in dieser Krise und das ist etwas, was ich auch in vielen Prozessen, die ich so berate und begleite, immer wieder erlebt habe. Es gibt übrigens ganz nebenbei, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse gucken, ja, es gibt übrigens auch die Einsamkeit von Beratern. Ich will das nur mal sagen. Ich meine einfach, es gibt das. Es gibt so Projekte, wo du unglaublich viel Energie reinstecken musst, unglaublich viel tun musst, dass das irgendwo am Leben erhalten wird. Wo du so viel Kämpfe ausfechten musst, weil, um zu helfen. Ja? Wo du auch so viel abbekommst, so viel siehst auch. Ich habe auch Projekte gehabt, wo ich so viel gesehen habe und dachte so, oh mein Gott. Ja? Und dann wird es sehr einsam um dich, weil du eigentlich, gerade wenn du jetzt auch im Ausland tätig bist, dann kannst du schlecht mit Leuten darüber reden. Meine Frau kann ich das machen, ja. Und meine Tochter, die ist 4 Jahre, der rede ich jetzt nicht darüber, die soll das Leid nicht sehen. Also das gibt es auch, ja, habe ich gesehen. Aber das ist nicht der Punkt. Wir könnten einfach mal hingehen und sagen, okay, jetzt, wo doch eh die Corona-Krise da ist und wenn das stimmt, dass die Wirtschaft noch mehr getroffen ist, als sie vorher schon war, wäre doch mal der Punkt zu überlegen, wie können wir es anders machen? Wie können wir es anders machen? Und das ist das, was glaube ich, wichtig ist. Ja, weil, um Einsamkeit zu bekämpfen, um Alleinsein zu bekämpfen, brauchst du kein Skype, kein Facebook, kein Instagram. Ja, das ist sehr wichtig. Natürlich können digitale Werkzeuge helfen, um Einsamkeit und Alleine sein zu bekämpfen. Es kann ein Werkzeug, ein Hilfswerkzeug sein. Ja? Das geht. Aber es löst nicht das Problem. Also einfach nur allen Menschen, die einsam sind, ein Smartphone in die Hand zu drücken und sagen, so, jetzt bist du vernetzt mit der Welt, das wird nicht funktionieren. Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, auch wenn wir darüber nachdenken, wie die Städte in Zukunft aussehen sollen. Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen darüber, dass man davon ausgehen muss, dass in ganz vielen Innenstädten immer mehr Leerstand jetzt kommt, immer mehr Läden pleite gehen. Wir haben in Nürnberg die Situation, dass der Karstadt überlebt. Bravo, ich freue mich für die Mitarbeiter dort, ohne aber. Ich wünsche mir, dass irgendwann in Nürnberg mal jemand von der Politik auf die Idee kommt, diese Innenstadt neu zu gestalten. Sie wirklich menschlich zu machen.
Das halte ich für ganz wichtig, weil das ist ein künstlicher Körper. Unsere Innenstädte sind ja künstliche Systeme. Also, es kann sehr einsam sein, in einer deutschen Innenstadt am Sonntag in einer deutschen Fußgängerzone rumzulaufen. Da bist du sehr einsam und allein mit dir selbst. Also, wenn du einen Rückzugsraum brauchst, bitteschön. Wie gesagt, ist heute ein sehr nachdenkliches Video. Ist etwas, was mir schon lange durch den Kopf geht. Aber ich glaube, auch das müssen wir uns überlegen. Und innerhalb von Transformationsprozessen, in Veränderungsprozessen habe ich das sehr oft gesehen, dass Menschen da drin sehr einsam werden können. Wenn sich auch so Konstrukte, wenn sich so Gruppenkonstrukte auch verändern. Wenn man irgendwann merkt, dass man gerade noch irgendwie Teil des Ganzen war und plötzlich ist man irgendwie raus, weil die jetzt alle schon irgendwo anders sind, in Digitalien oder irgend sowas, keine Ahnung. Und das kann Einsamkeit erzeugen. Ist ein großes Problem, ist ein großes Thema. Ja? Was machen wir in Transformationsprozessen? Wir haben ein Ziel, wir wollen Veränderungen erzeugen, also konzentrieren wir uns auf diese Menschen, die eben genau diese Veränderung bringen. Das ist doch erstmal logisch. Ja? Warum? Weil sie Motoren sind, weil sie... Ja? Und natürlich kann man auch dann definieren, was selbst die nicht wollen, trotzdem mitnehmen sollen oder, das kannst du alles machen. Aber die Frage ist trotzdem, was ist, wenn wir dort in diesen Prozessen Einsamkeit erzeugen? Und es gibt auch die andere Einsamkeit. Ja? Ich habe es gesehen, Organisationen, die Mitarbeiter hatten, denen gesagt worden ist, so, du machst das Thema digital jetzt. Man wollte sich als Organisation nämlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Man wollte irgendjemanden finden, der die Verantwortung übernimmt, damit man später nach draußen sagen kann, digital sind wir auch wunderbar dabei, alles gelöst. Man hat es einer Person übertragen. Und man hat die in der Regel auch nicht richtig ausgestattet, im Gegenteil. Und die ist dann irgendwann, ja, die wird zwar irgendwie angesehen und die ist irgendwie cool und fancy, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass man da auch sehr alleine wird und sehr einsam wird, weil die Kollegen nämlich nicht mehr Teil des Prozesses sind. Auch darüber sollte man nachdenken. Auch das sind Elemente von Alleinsein und Einsamkeit. Das ist ein ganz wichtiges Element. Ein Punkt, den man nachdenken muss, den man betrachten muss. Also Einsamkeit, Alleinsein und Veränderung und Transformation, das ist eine sehr negative Kombination. Und da helfen auch keine netten Sprüche. Da helfen auch keine, denk dir einfach jeden Morgen die drei schönsten Dinge in deinem Leben aus. Wenn wir über Rahmenmodelle nachdenken in Veränderungsprozessen, müssen wir auch das machen. Das ist was ich weiß. Egal wie wir es drehen und wetten, wir können nur in Rahmenmodellen arbeiten. Wir können Transformationsprozesse überhaupt durch die Komplexität dessen, was wir haben seit Jahren übrigens, aber durch die Komplexität der Systeme müssen wir in Rahmenmodellen denken. Und da müssen wir uns überlegen, welche Bereiche, welche Themen, welche Muster wir durch diese Rahmenmodelle bewegen wollen, wo wir Rahmen sein wollen, das ist eine sehr wichtige Frage. Und das kann sein, dass wir sagen, wir wollen die Stadt neu machen, dies aber auch die Frage, welches Muster, und da ist halt die Frage, oder welches Modell, oder welchen Impact, welchen Effekt. Und für mich ist ein Effekt, Einsamkeit zu verhindern und der vorhandene Einsamkeit aufzulösen. Das ist übrigens ein anderes Wort auch für soziale Komponenten. Wenn die Innenstädte, ich bleibe bei den Innenstädten als Beispiel, in der Regel keine Spielplätze haben, in der Regel keine Orte sind, wo du hingehen kannst, ohne etwas konsumieren zu müssen, sondern eigentlich nur reine Konsumstraßen sind, dann können das keine sozialen Orte sein. Und dann schaffen sie neue Einsamkeit. Ja, also man könnte sagen, das Thema Einsamkeit ist ein Parameter, über den man nachdenken muss, wenn man über Transformation nachdenkt. Das macht keinen Spaß, weil es eher ein negativ ist. Das macht keinen Spaß, das ist nicht cool. Das ist kein, da lachst du nicht rum, da findest du nicht cool, da hast du nicht immer, nein. Das ist sogar sehr traurig. Und gegebenenfalls muss man sich mit seiner eigenen Einsamkeit beschäftigen. Ja, kann auch sein. Ich wünsche mir, dass wir darüber nachdenken. Ich wünsche mir, dass wir auch das nehmen in der Corona-Krise. Dass wir auch das akzeptieren, dass unser System Einsamkeit und Alleinsein schafft. Und auch das ist eine unserer Schwächen. Ja? Und wir waren nicht darauf vorbereitet, in der Corona-Krise andere Modelle zu haben, um den Leuten irgendwie zu helfen. Und es hätte zumindest, meiner Meinung nach, Möglichkeiten gegeben, um so eine Grundoption zu schaffen. Das könnten dann zum Beispiel digitale Werkzeuge sein. Aber diese Werkzeuge an sich lösen das Problem nicht. Sondern die Frage, was wir damit machen. Ja?
Und das ist ein ganz wichtiges Element. Ich habe da keine Lösung für. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe keine Lösung dafür. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, eine Stadt nochmal neu zu denken, indem ich sage, wie verhindert die Einsamkeit? Ich habe noch keine Organisation transformiert, noch keine Bank transformiert, noch kein Unternehmen, noch keine Kulturinstitution transformiert unter dem Gesichtspunkt der Verhinderung von Einsamkeit. Aber es wäre mal ein wichtiger Punkt, es wäre mal ein wichtiges Element. Ich würde gerne wollen, dass ihr mir darauf antwortet, wenn es euch möglich ist. Also ist ja nicht so, dass jetzt zehntausende Leute diese Videos sehen, das ist mir natürlich völlig klar. Aber mich würde das wirklich interessieren. Können wir Einsamkeit in ein Modell übersetzen, das hilft, Einsamkeit zu verhindern? Das Gefühl von Alleinsein auf diesem großen Planeten mit den Milliarden von Menschen verhindert? Ja? Und bitte nicht mit diesen Grundsatzdiskussionen, ob soziale Medien nun Einsamkeit verstärken oder nicht. Gehen wir davon aus, sowohl als auch. Ich freue mich auf diese Diskussion. Euch alles Gute, bis dann. Bleibt gesund, werde gesund. Tschüss.